Ja, der Fachkräftemangel ist natürlich auch in den grünen Berufen angekommen, insbesondere natürlich auch in ländlichen Räumen. Und da ringen die Unternehmen nach Fachkräften. Und insofern ist es auch ein gewisses Potenzial für geflüchtete Menschen, hier in den grünen Berufen tätig zu werden. Ja, das Hauptpotenzial sehe ich natürlich darin, dass sich die landwirtschaftliche Fachkräftelücke zumindest teilweise schließen lassen könnte. Der ländliche Raum hat ja seinerseits Probleme, dass Menschen weggehen, aber es ist eine Infrastruktur da, die können wir nur erhalten, Schulen, Verkehrsinfrastruktur, wenn auch genügend Menschen da sind, die sie nutzen. Von daher braucht der ländliche Raum, glaube ich, auch Zuzug und geflüchtete Menschen, die dort heimisch werden, vielleicht auch Arbeit finden, sind gut. Seit 2010 bin ich in Deutschland erreicht. Mit dem Hilfe der Diakonie habe ich Herrn Husmann kennengelernt, 2014. Dass ein Mensch von unten, der noch nie in einem Melkstand gestanden hat, sehen kann, dass eine Kuh verspannt steht. Das war der Moment, wo ich meiner Frau gesagt habe, der kommt morgen wieder. Der macht 14 Tage Praktikum bei mir. Und nach den 14 Tagen hat er eine 20-Stunden-Stelle bei uns sozialversicherungspflichtig angefangen. Jede Branche, auch die landwirtschaftliche Branche in sich, hat wieder unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn man Pferdewirt werden will, sollte man einen Menschen gewinnen, der mit Pferden umgehen kann und möchte. Also gezielte Ausschreibung ist wichtig, dass man Menschen anspricht, dass man Menschen auch realistisch anspricht. Die Höfetouren, das war eine Rundfahrt zu landwirtschaftlichen Betrieben, um geflüchteten Menschen Kenntnisse über den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Also wie funktioniert Arbeit in Deutschland? Ja, es gibt in Syrien auch Beruf, aber ist nicht wie hier, also Berufsschule und praktisch zusammen. Und Sama ist irgendwo letztendlich immer ein absoluter Zahlenmensch. Das ist das, was wir uns dann auch zu Nutzen machen, da wollen wir gar nicht drum zureden. Und mache eine Excel-Tabelle von Hochladen der Ergebnisse und kann alle Kollegen benutzen diese Ergebnisse. Das, was uns aber jetzt im Bereich der Beschäftigung, aber auch der Ausbildung begegnet, ist die berufsspezifische Fachsprache. Da bedarf es intensiver Unterstützung. Es geht tatsächlich nicht darum, mal 6 Monate durchzupowern, sondern auch langfristig diese jungen Menschen und die Familien, die zu uns kommen, zu begleiten und die hier bei uns zu unterstützen. Also wir haben inzwischen 1/3 unserer Geflüchteten integriert in Arbeit und Ausbildung, immerhin. Aber wir brauchen sehr viel Zeit. Wir brauchen noch viele, viele Jahre, um eben die Menschen in Arbeit und Brot zu bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir ungefähr 10% pro Jahr integrieren können. Aber Geduld ist gefragt, Geduld und Geduld.